Meine sehr verehrten Damen und Herren an den PCs, heute Morgen hat die Anuga Foodtech ihre Tore geöffnet. In 8 Hallen präsentieren 1500 Aussteller ihre neuen Produkte und Dienstleistungen. Prozesstechnikonline.de berichtet exklusiv von diesem Branchenhighlight für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Auf dem Kölner Messegelände in Halle 10.1 haben wir unser kleines Messe-TV-Studio aufgebaut. Hier werden wir in den nächsten Tagen Vertreter von Ausstellern empfangen. Wir sprechen mit ihnen über neue Produkte und Dienstleistungen, die sie hier auf der Anuga Foodtech in Köln vorstellen. Der erste Gast in unserem kleinen Messe-TV-Studio ist Michael Klanke. Er ist Exportvertriebsleiter bei der Siebtechnik GmbH aus Mülheim an der Ruhr. Guten Morgen, Herr Klanke. Guten Morgen, Herr Lehmann. Herr Klanke, Ihr Unternehmen gehört weltweit zu den wichtigsten Zentrifugenbauern. Siebtechnik bietet diese Maschinen in unterschiedlichen Baureihen an. In welchen Bereichen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie finden diese Maschinen Anwendung? Wir bauen unsere Zentrifugen auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden hin und dabei verwenden wir sedimentierende, filtrierende oder Kombinationen aus beiden Bautypen. Und damit haben wir uns im Bereich der Lebensmittelindustrie ein sehr breites Feld an Anwendern erschlossen. Typische Anwendungsbereiche sind beispielsweise Frittierölreinigungsanlagen von Convenience-Food-Herstellern oder aber auch Dextrose oder Zitronensäure oder auch Laktose. Sie sagten es gerade, große Molkereien nutzen beispielsweise die Shortbowl-Dekantierzentrifugen ihres Hauses für die Herstellung von Laktose. Diese Shortbowl-Dekanter, was sind das für Zentrifugen, wie funktionieren die? Shortbowl-Dekanter funktionieren wie alle anderen Dekantierzentrifugen auch. Die meisten der Zuseher kennen sicherlich die zweiseitig gelagerten Dekanter, die wir auch bauen. Unser Shortbowl-Dekanter wurde entwickelt mit einer Antriebs- und Lagereinheit auf der einen und dem produktberührten Bereich und den rotierenden Teilen auf der anderen Seite. Dabei haben wir das Funktionsprinzip unserer Contobex und unserer Siebschneckenzentrifugen übernommen. Diese Maschinen haben ein überhängendes Design. Wir kennen das zu Hause von den Waschmaschinen. Der große Vorteil ist tatsächlich diese große, klare Trennung zwischen Produktbereich und Antriebsbereich. Wir haben die Möglichkeit, im Produktbereich über einen Inspektionsdeckel dort an die rotierenden Teile zu gelangen und können ohne störende Wellen oder Lagerungen dort die produktberührten Teile reinigen, was dann einer guten Abreinigung zuträglich ist. An welchen Stellen des Laktoseherstellungsprozesses werden die Shortbowl-Dekantierzentrifugen eingesetzt und welche Aufgaben haben sie dort zu erfüllen? Bei der Herstellung von Laktose werden Laktosekristalle aus Molke erzeugt. Die Zentrifugen werden eingesetzt, um die Laktosekristalle möglichst rein und trocken abzutrennen. Zunächst werden in einem ersten Schritt Dekantierzentrifugen, unser Shortbowl, eingesetzt, um die Kristalle aus der Mutterlösung abzutrennen und auch zu waschen. Das Ganze kann in ein oder mehreren Durchgängen passieren. Danach wird mit einer Contobex, mit einer Siebschneckenzentrifuge, die Laktosekristalle getrocknet, wobei da auch nochmal gewaschen werden kann. In welchen Baugrößen bieten Sie die Shortbowl-Dekantierzentrifugen an? Ja, wie ich eingangs schon sagte, wir bauen unsere Maschinen auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden hin. Wir haben bisher schon Baugrößen bis zu 1500 mm Durchmesser realisiert. Die Größe letzten Endes bestimmt der Kunde mit seinen speziellen Bedürfnissen für sein Produkt. In der Laktose haben wir bisher Baugrößen von 350 bis 800 mm realisiert. Neben diesen Shortbowl-Dekantern, über den wir ja gerade gesprochen haben, bietet Siebtechnik noch 9 weitere Zentrifugenbauarten an. Wenn diese Maschinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt werden sollen, müssen sie natürlich die branchentypischen Hygieneanforderungen erfüllen. Herr Klanke, über welche Hygienezertifikate verfügen die Zentrifugen von Siebtechnik? Ja, in der Tat, wir bauen fast alle kontinuierlich arbeitenden, festflüssig trennenden Zentrifugen.
Diese ganzen Maschinen verkaufen wir weltweit, sodass wir einer Vielzahl von Anforderungen entsprechen müssen. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft folgen wir ganz klar den umgangssprachlich genannt der Hygienerichtlinie. Das ist die Richtlinie 1935 aus dem Jahr 2004, für die wir als Hersteller Sorge tragen und die wir in unseren Maschinen umsetzen. Im amerikanischen Raum haben wir unseren Shortbowl-Dekanter in Zusammenarbeit mit der USDA, das ist das amerikanische Lebensmittelministerium, modifiziert und angepasst, sodass wir dort unsere USDA-Zertifizierung für diese Maschine erhalten haben. Für die Siebschneckenzentrifuge, für die Contourbacks haben wir diese Zertifizierung schon seit über 20 Jahren. Weiterhin folgen wir bei unseren Bauprinzipien und bei den Hygienevorschriften dem GMP, dem Good Manufacturing Practice, oder aber den speziellen Anforderungen, die unsere Kunden intern aufgeschrieben haben und denen wir natürlich vollends genügen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein kurzer Ausflug in die Festflüssigtrennung, den ich gemeinsam mit Michael Klanke von der Siebtechnik gemacht habe. Herr Klanke, schön, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank für das Interview. Danke. Thank you.